als Motorradfahrer, klar, logisch, Biker treffen. Moped, Benzingespräche, Fun, Sex, Action. Hardcore, alles. Man trifft nette Leute, sieht geile Mopeds. Es ist jedes Jahr faszinierend, die ganzen Menschen, die ganzen Maschinen hier zu sehen. Dass einfach jeder hierher kommen kann, dass es umsonst ist. Die Standshow mit ihrer Frau, die im Auto. Der ganze Event ist es wert, dass man herkommt. Mailin Senf aus Hamburg, die einzige professionelle Motorradstandfrau Deutschlands. Markenzeichen Pink. Die Show der 24-Jährigen ist eine der Attraktionen auf dem ADAC Bikertreff. Raffinierte und waghalsige Stunts auch von den Trialfahrern. Kevin Funk ist ein Meister seines Faches. Jedes Hindernis ist für ihn eine neue Herausforderung. Bestes Wetter, 28 Grad. Über 5000 Besucher kommen jedes Jahr zum Bikertreff bei Leonberg. Auf der ehemaligen Solitude-Rennstrecke ist einiges geboten. 7 Stunden Programm und eine Fülle von Serviceangeboten. Der Leistungsprüfstand, mehr als gefragt. Was bringt der Motor tatsächlich auf die Straße? Diese Frage beschäftigt die Besitzer der Zweiräder. Der ADAC macht es amtlich. Ist das Tachometer noch richtig geeicht? Auch das können die Besucher beim Bikertreff testen lassen. Überall erhalten die Besucher Ratschläge, Tipps und ausführliche Informationen. Ob am ADAC Servicemobil oder beim Seh- und Reaktionstest. Nichts geht über eine schnelle Reaktionsfähigkeit. Wer weiß schon, welche Kräfte bei einem Sturz auf den ungeschützten Kopf wirken und wie viel ein Helm abfangen kann. Die Polizei demonstriert es und die Besucher erfahren auch einiges über die Unfallursachen. Die Biker bremsen falsch, das heißt, sie überbremsen häufig ihr Vorderrad, kommen deshalb zu Sturz und Rutschen unkontrolliert entweder in den Gegenverkehr oder den Unfallgegner, der die Vorfahrt geschnitten hat. Achim Steinmacher führt vor, wie sich falsches Bremsen auswirkt. Der Stuntman ist Experte in Sachen sicheres Fahren. Wer hier zuschaut, wird mit guten Tipps versorgt. Also was man auf jeden Fall mal trainiert haben sollte als Motorradfahrer, gerade wenn man ohne ABS unterwegs ist, ist das Lösen von dem blockierten Vorderrad, weil in der Schrecksituation... Wenn ich zu schnell in eine Kurve fahre, dann meine ich, ich kriege die nicht mehr. Und da ist ja, was wir schon gelernt haben, der Lenkpuls ganz wichtig. Hier nochmal Lenkpuls nachzudrücken. Und da kann man dann plötzlich einen Schräglagenwechsel auch in so einer Schrecksekunde, wo man gern verkrampft ist, nochmal hinkriegen. Aber man muss es halt geübt haben. Er hat's geübt. Und deshalb ist er auch sicherer unterwegs. Der ADAC Bikertreff. Ein Highlight für alle Motorradfans. Vorderrennen auch für die Doro.